Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von World of Tanks. Heute mal ein kleines Informationsvideo extra neben den normalen Folgen und mit Musikhinterlegung. Denn ab jetzt habe ich mir vorgenommen, gibt es ab und zu eine kleine Bonusfolge, in der ich immer auf neuen oder speziellen Content eingehe oder irgendwelche Updates, die irgendwie angekündigt werden. Einfach alles, was hier irgendwie so ins Postfach reinregnet. Wollte das Ganze dann jetzt ab jetzt regelmäßig machen. Und als Zusatzvideo, was meistens dann um 20 Uhr, also knapp nach der normalen Folge kommt. Das finde ich eigentlich eine ganz coole Sache, weil so haben wir die Updates, aber trotzdem auch keinen Verlust an den Folgen und sind immer up to date. Ja, gut, was gibt's heute? Drei Videos, denn es gibt heute drei neue News. Na, oder eine neue News und zwei Sachen, die man schon kennt, wo jetzt aber ein Veröffentlichungsdatum bekannt ist und bla bla bla. Schauen wir uns an. Monatlicher Überblick im Mai 2023, wir heben ab. Wir haben da ein Video, das schauen wir uns aber mal nicht an, denn wir lesen nur kurz den Text, das reicht mir eigentlich bei den Überblick, weil das ist eh meistens ein Video, ich kann euch jetzt schon garantieren, ohne es gesehen zu haben. Wenn ich das Thumbnail schon sehe, wird die Tusse hier wahrscheinlich die ganze Zeit nur quatschen und man wird kaum Game-Szenen sehen. Gehe ich jetzt mal von aus. Dann kann ich auch gleich selber machen und lesen. Passt. So, Kommandanten, dieser Mai ist nicht von dieser Welt. Ja, sieht man, ist Astronautenzeug. Bin ich mal gespannt. Das große Update 1.20.1 verspricht diesem Monat eine Menge aufregende Events, darunter spezielle Angebote für den Premium-Laden. Ja gut, okay, das ist halt eigentlich aber immer so, das ist nicht nur Mai. Die Rückkehr des Events Ansturm, brandneue Aufträge zu Der Weg des Ninja, okay, kenne ich nicht, sowie ein atemberaubendes und geheimes interstellares Event, okay. Behaltet den Himmel im Auge und besucht regelmäßig das Portal, um keine wichtigen Nachrichten, Updates und Überraschungen zu verpassen. Ja, okay. Ansonsten haben wir ein interaktives Bild, wo man ganz kurz grob sehen kann, wo was passiert. Wir haben hier am 3. Der Weg des Ninja und Ansturm. Und ich gehe jetzt mal davon aus, da sich hier die ganzen Sachen jetzt auch zum Veröffentlichen hingestellt haben, dass auch an dem 3. Tag das Update 21.1 kommt. Das wäre für mich übermorgen, weil wir haben... bei mir zumindest jetzt gerade zum Zeitpunkt der Aufnahme den 1.5. Ob das Video jetzt heute oder morgen online geht, das weiß ich noch nicht, weil es ziemlich knapp bemessen ist von der Zeit her, aber ich gebe mir Mühe. Ja, und das ist immer mit dem Rendern schwierig, das einzuschätzen. Ja, dann ansonsten am Freitag kommt oben an der Spitze und zwar ab jetzt mit dem Panzer, sehen wir gleich, ist die nochmal aufgelistet hier, nur kurz erstmal grob drüber gucken. Dann haben wir hier ganz viele Auftragsdrops für Twitch, die ich mir aber meistens eh nicht gebe, weil da musst du halt zugucken für... Und das ist jetzt egal. Ansonsten haben wir hier noch Finale des Clan-Showdowns. Das ist mir persönlich jetzt auch nicht so wichtig, ehrlich gesagt. Und Event in Zahlungsnahme, wo man wahrscheinlich wieder alte Panzer gegen neue eintauschen kann, so wie es auch da steht. Fand ich auch nicht so krass toll. Also bis auf das Update ist jetzt nichts hierbei, was mich irgendwie interessiert. Okay, schauen wir trotzdem mal die Details davon an. Der Weg des Ninja, vom 3. bis 10. Mai. Lernt die Kunst der berühmten Krieger, sich zu verstecken und aus dem Schatten zuzuschlagen. Wer könnten bessere Lehrmeister sein als unsere neuen japanischen Jagdpanzer? Stellt euch herausfordernden Aufträgen und verdient euch einzigartige Gegenstände, darunter ein Premium-Panzer und de brandneue 2D-Stil-Ninja. Ja, also wenn die jetzt schon hier so schreiben, denke ich mal am 3. kommt auch definitiv dann ne, das Update raus. Finde ich gut, finde ich gut. Hat nur ein bisschen zu wenig Kreditpunkte jetzt, aber ist kein Problem, die holen wir uns, das kriegen wir schon hin. Passt. Dann haben wir Ansturm, Saison des Roten Greifen. Vom 3. bis 11. Juni haben wir euer Feedback analysiert. Nein, warte, vom 3. Mai bis zum 11. Juni haben wir euer Feedback analysiert und führen einige Verbesserungen am Modus 7 gegen 7 ein. Darunter überarbeitete Rollenfertigkeiten von Fahrzeugen und ein System mit einer Reihe aufeinanderfolgender wöchentlicher Kampfaufträge. Macht euch für zwei neue Karten bereit, Flugplatz und Gletscher. Okay. Und holt euch den... holt euch exklusive Anpassungen aus dem Belohnungsvorrat. Oben an der Spitze haben wir diesmal mit dem Manticore und dem WZ-113G, FT. Das ist schön. Dann haben wir MyDrops, die mich aber nicht interessieren, aber ich schaue trotzdem kurz nach, ob ich das auch richtig verstanden habe, weil ich glaube, du musst dafür dazugucken beim Twitch-Stream und das mache ich halt quasi gar nicht. Vom 8. Mai bis zum 12. Juni holt euch eure Wunschbelohnung, indem ihr eine Reihe von Twitch-Drops-Kampagnen abschließt. Jeden Montag gibt es neue Aufträge und jeden Freitag neue Wochenendaufträge. Schaut euch den offiziellen Kanälen von World of Tanks und den beiden teilnehmenden Streamern vorbei und verdient euch so Marken, die ihr im Markenladen gegen anpassbare Gegenstände anpassbare Belohnung eintauschen könnt. Aber ja, das ist halt mit anschauen, das lassen wir mal so stehen, ne?
Ist wie bei den Drops bei CSGO, wenn man diese komischen Kisten kriegt, wie zum Beispiel die Cobblestone-Kiste, wo doch die Dragonlore drin ist. Die kriegst du ja auch nur durch Stream-Schauen während der Meisterschaft. Das ist aber, ja, muss nicht. Dann Event Zahlungsnahme, da können wir wieder die alten Panzer abgeben und dafür neuere Panzer kaufen mit einem Rabatt. Finde ich aber meistens ein bisschen schade, weil im Endeffekt verlierst du trotzdem Gold dadurch, wenn man es runterrechnet. Von daher war ich da nicht überzeugt von. Und Clan Showdown Turnier, da bin ich ehrlich, lest euch selber durch, weil mit Clans habe ich jetzt wenig am Hut. So, laufende Aktivitäten. Prime Gaming Außerirdisch. Bis zum 24. Mai bringt eure Kühle in Sicherheit. Das ist witzig, weil wenn das Alien-Ding ist, was die meinten, dann habe ich das schon längst abgeholt. Ja, das gab es nämlich vorher schon zu kriegen. Ansonsten Saison 20 bis zum 27. Mai, finale Gefechte am 26. Mai, Saison 20 ist bald vorbei. Jeden Samstag wird auf der Weltkarte eingefroren, Kamtilekön, bla 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 bla. Viel Spaß dabei. Saison 10 des Battle Passes geht nur noch bis zu diesem Monat. Ja, das ist auch klar. Wohlverdiente Belohnung 2022, okay. Feiern wir ein weiteres Jahr unseres gemeinsamen Weges, Kommandanten. Um uns für eure Unterstützung und eure Hingabe zu bedanken, erhält jeder von euch ein besonderes Geschenk. Abhängig von euren Dienstjahren kann eure Belohnung ein Satz legendärer Fahrzeuge, einen umwerfenden 2D-Stil, ein personalisiertes Ausbildungshandbuch, spezielle Abzeichen, Wappen und Dekore sowie andere coole Gegenstände enthalten. Das schaue ich mir direkt mal an, weil das klingt interessant. Bin ja schon sehr lange dabei. Aber müssen wir einfach nur im Ingame abholen, ne? Also es ist, denke ich, zwar nicht so relevant. Okay. Alpha-Tester. Ja, moin. Jetzt bin ich am überlegen. 13.08.2010. War ich jetzt 2010 oder 11? Ich glaube, 11 war ich erst reingekommen, ne? Das könnt ihr bestimmt nachgucken, wenn man hier einfach auf Community geht. Spieler suchen. Weil ich bin jetzt gerade nicht angemeldet hier. Oder doch? Nee. Dann schauen wir uns mal ganz kurz... Also wir suchen mal nach uns selber. Da haben wir uns gefunden. Da sind wir. Es gibt noch einen anderen, der ähnlich heißt. Krass. Ja, hier zum Beispiel, da ist es, 13.09.2011, okay, 2011 ist also das Wichtige, das heißt, wir sind dann halt hier, warte mal ganz kurz, ich habe die 11-Jahres-Marke jetzt schon, aber, hey, warte mal, bin ich jetzt doof oder habe ich jetzt falsch gerechnet? Wir sind in 2023, meine Freunde, du. Bin ich jetzt verwirrt? Die 11-Jahres-Marke habe ich doch schon im Dezember bekommen, 2022. Macht ja auch Sinn, ich habe 2011 angefangen. Müsste ich jetzt nicht eigentlich bei 12 Jahren dann sein? Oder bin ich jetzt hier gerade komplett verwirrt? Wäre cool, weil dann haben wir eine schwarze Wappenmarke und Medaille so. Das ist eigentlich ganz cool. Boah, stell dir vor, du bist Alpha-Tester gewesen. Ach, guck mal, die Panzer gibt es erst ab 4 Jahren. Interessant. Ja, 1.11.2011. Ja, okay, gut. Naja, ist auch egal. Cool. Lass das mal auf jeden Fall so stehen. Passt. Ansonsten war es das mit dem auch. Das sind die Sachen, die jetzt im Mai angekündigt sind. Ganz ehrlich, bis auf das Update, was auch letzten Monat schon angekündigt war, finde ich es da nichts bei, was irgendwie relevant ist. Also zumindest für mich nicht. Nur die Sachen, die bereits angekündigt wurden. Aber naja, wir lassen uns mal überraschen. Vielleicht kommt ja noch irgendwas, was uns vielleicht auch noch überrascht. Naja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.